Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier im Monstrisches Marsch. Ich bringe jetzt meine Förderbänder zum Zielort, zum Kuhstall, damit ich den Mist per Autodrive später mal eine Strecke einfahren kann und um den in der BGH zu verkaufen. Und die Kühe sind doch fleißig dabei und machen den Haufen voll, ne? Und dann wollen wir das Geld verschenken, dann wollen wir fleißig verkaufen. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Zur Vorfreude und jetzt schon über den 3. Advent. Ob sie für ihren vertauschen Termin werde ich. Also der 2. kommt jetzt, letzte Wochenende, und die Folge kommt zum 3. Advent. Aber morgen noch nicht 3. Advent, also Samstag noch nicht, aber zur Vorfreude. Ja, Samstag, und wir fahren, bereiten vor, den Mist zu verkaufen zu können, ne? Und dann werden wir die Gärreste entsprechend auf dem Feld aufbringen. Also so, hier schön viel. Das ist doch nicht klüger. Wir werden das immer über BGH verwerten und dann nachher mit Gärreste düngen, ne? Und was die Felder der Umgebung. Denn aktuell, der ist ja gedüngt, das wäre jetzt Quatsch, beziehungsweise ich habe noch nicht genug Gärreste. Soll ja voll sein. Wenn wir rückwärts fahren. Der Stall hat leider kein geistige unsichtbares Band. Also kennt er nichts, du. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Vergessen. Jedenfalls unser Fahrer für Zuckerrüben ist fleißig unterwegs. Kurz abhängen und dann zum nächsten. Tja, dann können wir mit Mist schön Geld verdienen und mit Gülle. Gülle habe ich nicht so viel. Aber normalerweise Tiere kriegen auch Gülle und Mist zur gleichen Zeit. Ne? Das Flüssige geht halt in die andere Richtung. Ne? Ich wollte halt nur halt nicht so viel. Ne? Wenn wir die Kühe so haben, ist ja recht flüssig, kann man sagen. Und wenn man Stroh hat, das Stroh wird flüssige teilweise aufgefangen. Ich weiß aus Erfahrung, ich habe das schon gemacht. Ausmisten. Einstreuen. An den Geruch gewöhnt man sich. Schweine ist extrem. Also Schweine. Also da kann man so sagen. Das stinkt gewaltig. Kühe. Das. Naja, das ist nicht so schlimm wie Schwein, sagen wir so. Wobei im Stall auch der Geruch von Silage zugekommen ist. Ich muss dazu sagen, die frühere Silage, die war nicht zu brauchen. Ich glaube, heute ist das ein bisschen besser. Bisschen. Aber wie gesagt, eine gute Durchlüftung hilft auf jeden Fall. Und bei den Schweinen ist es leider so, dass der Geruch in die Haut einzieht. Also man denkt, man geht in eine Badewanne, man seift sich ab, man weicht ein, steigt aus, abtrocknen, anziehen, mit draußen gehen,
Sonne scheint, eines warm, man beginnt an zu schwitzen, dann riecht die Haut sofort wieder nach Stahl. Da brauchst du mehrere Tage, um das loszuwerden. Ist leider so. Wenn die heutigen Ställe sind ein bisschen besser, die modernen, die haben ja eine bessere, genau das gleiche, eine bessere Belüftung und Entlüftung. Von daher ist es schon ein bisschen angenehmer. Hoffe jedenfalls. Ich kann im modernen noch nicht drin gewesen. Kommt man auch nicht rein so einfach so. Ist ja auch als mit solchen Gefahr. Vorbeugen ist ja. Naja. Der Bauer kriegt nicht viel für Schwein, sag mal so. Aber trotzdem, wenn Verlust komplett ist, ist es schon heftig. Ne? So. Den nächsten. Die Fruchtzerstörung 2. Tag Kuh. Zu schnell gefahren. Ja, Formel 1, ne? Könnte ich machen von Lenkung her, aber ist alleine so langweilig. Gegen KI, weiß nicht. Muss ja auch die entsprechende Zeit für da sein, das ist zurzeit nicht der Fall. Ist ja nicht nur das Spiel, ist ja auch die ganze Bearbeitung. Ne? Aber sonst, wenn ihr über Vorschläge habt, was wo Interesse da wäre, da bin ich durchaus bereit, mal was zu probieren. Ne? Ich muss aber halbwegs das Interesse passen. Ne? Und es muss ja, Let's Play fähig sein, ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. Weil eine Folge darf nicht zu lange sein. Ich meine, wenn das ein Großer macht, der schon einige Millionen Abonnenten hat, der kann eine Folge machen von einer Stunde und erzielt trotzdem seine Einnahmen damit. Anführungszeichen, ne? Die habe ich ja sowieso nicht. Plane ich auch vorläufig nicht. Wenn das mal so sein sollte. Und ich könnte damit ja eine lohnende Summe verdienen, dann bin ich dafür nicht abgeneigt, das zu probieren. Ich muss dazu sagen, wegen 2-3 Euro würde ich da nicht anfangen. Weil da wäre der ganze Aufwand mir nichts. Hat nicht wert. So, ja, das Braune zuerst. So, klappen wir hoch. Motor starten. Tja, kurios. Na, wie gesagt, 2-3 Euro. Also, es geht nicht um Spenden. Das ist nicht das Problem. Spenden will ich gar keine haben. Wenn es die Werbung ist und das sind nur 2 Euro, dann lasse ich es sein. Denn der bürokratische Aufwand ist mir da persönlich dann doch zu hoch. Weil Spenden brauche ich keine. Ich verdiene ganz gut. Ich kann von leben. Mit YouTube brauche ich das eigentlich nicht verdienen dazu. Nicht notwendig. Okay, da sind wir wieder. Oh ja, genau. Wie gesagt, Rindermist ist Anführungszeichen nicht so extrem im Geruch, ne? Aber Schweine ist heftig. Ja, das eine ist fürs für Verlängerung, dass ich mit einem LKW oder mit einem Traktor, eher mit einem Traktor, nicht so dicht ran muss. Hier wird es vielleicht mit einem hätte gereicht, aber so muss ich schauen. Ja, 5200 MHz hat er zur Zeit. Und fast voll, ne, die Auslastung her. Aber Temperatur, ja, 52 Grad. Weil es ja nur ein Kern ist, ne, das ist ja das ganze Problem. So. Ich muss mal schauen,
das ausreichend wäre. Das verbinden wir noch nicht. Ruhe. Aber Kühe sind genügsam, die machen nicht so einen Krach normalerweise. Wo wir so Hunger haben, ne? Kühe sind ja eigentlich Tiere, die Beutetiere sind und die sind dann in der Beziehung dann eher, ich sag mal, nicht so laut, ne? Weil die wollen ja nicht gefunden werden, ne? Durch Lärm. Ich habe mal irgendwo im Fernsehen gesehen, so ein Forscher, der hat die ganzen, die so von sich geben, untersucht. Und der hat mal erwähnt, Tiere, die eigentlich als Beute so. Wenn der Maus hochschieben, die Sache, ne? So geht auch mit Dings. Nee. Wasser läuft. Das klappt auch. Rausfahren geht auch. Mit der rechten Maustaste. Aber recht hoch oder nicht? Bisschen weiter weg. Ach, so geht das. Zu mir herziehen mit dem Maus. Und jetzt bin ich links und rechts, verstehe ich sowieso nicht. So, dann mal gucken. Das könnte. Wir haben ja noch ein bisschen Luft, ne? Nach vorne, dass er hier auf dem Weg ist. So, und den müssen wir entsprechend ausklappen. Das könnten wir hier aktivieren, deaktivieren normalerweise. Könnten. Ich denke mal nicht dran, und dann ist es zu spät. Wenn es einmal passt, dann passt das, ne? Wie gesagt, ich möchte den Mist verwerten und da kann er in aller Ruhe, so wie jetzt einer mit Wasser fährt oder Zuckerrüben, das kann ja der KI übernehmen, das muss ich ja nicht machen, ne? Aber ich muss das vorher hinstellen, bevor ich das überhaupt. Das sieht gut aus, passt. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das war nicht dran, nicht aus, aber verbunden, ne? Jetzt den noch ran. Weil so ist es garantiert, dass es immer zusammenhängt ist. Ja, und das müsste so reichen. Das Förderband hat ja recht große Reichweite und dann ist, nimmt er alles mit. So passt das schon. So. Dann nehmen wir gleich einen Anhänger. Den nicht. Ah, da muss man wegräumen. Und steht er mir im Weg. Müsste ich mal für meinen Thumbnail ein paar Bilder machen von diesen Förderbänder. Muss ich mal dran denken. Der Mister von YouTube sagt immer so, das Thumbnail ist sehr wichtig. Ja, mag er ja recht haben, ne? Nun muss er mal gezeigt werden, ne? Gut, wenn immer 3000 gezeigt wurde, ja, das ist halt diejenigen interessiert, das ist halt so, ne? Gibt ja auch
die kein Interesse haben. Genauso mit diesen Tags. Tags sind nett. Das funktioniert alles gut. Nur, wenn es einer was sucht, dann wird er mich nicht nehmen, sondern eher den Großen, ne? Von dem er eher was erwarten kann, als von mir. Es ist leider so. Das ist als kleiner Player, kann man sagen, anfangs natürlich sehr schwer, da überhaupt Fuß zu fassen, ne? Das war mal unerklärlich. Manchmal hast du Aufrufe, da denkst du, oh, das läuft gut, ne? Aber hier ist 10 Stück oder 15 am Tag. Und dann hast du wieder Tage, da hast du 2, 3, wenn überhaupt, ne? Also das ist manchmal, ich will nicht sagen komisch, aber ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Aber ist halt so, ne? Also Algorithmus ist nicht das Beste. Beziehungsweise, jetzt kommen wir jetzt auf Geld zu sprechen, wenn einer mit Geld verdient, da ist YouTube eher interessiert, dass es vorgezeigt wird, weil auch YouTube damit was verdient. Ja, logisch. Denn das sind ja beide, die verdienen dran, ne? Also der Player, der es macht, der Spieler oder der EAD, was er gerade macht, und der Veranstalter, muss man dazu sagen, ist ja für mich alles kostenlos, ne? Also von daher ist es ja, würde ich mich gar nicht mal beschweren, ne? So. Wieso? Das geht hoch. Ah! So sieht schon besser aus. Verbindungsmäßig. Naja, gut. So, das nächste noch. Wir wollen uns Zeit gucken. Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich wünsche noch allen einen schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht's hier weiter, ne? Auf dem Marsch. Und dann werden wir das hier entsprechend zumindest versuchen einzufahren, ne? Mal sehen, wie lange hinkommt mit den Entfernungen her. Hoffe ich, dass es ausreichend ist. Sonst habe ich da ein kleines Problem. Müsste alle hinkommen. Müsste reichen. Weil hier auch Stroh und Heu abgefahren wird, ne? Beziehungsweise hingefahren wird. Abfahren ja weniger. Das ist ja, was ich mache. Aber ich kann das nicht vorher einfahren, bevor ich das aufgestellt habe. So, jetzt ist aber genug für heute. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Mit einem oder anderen Like. Hilft immer. Ne? Danke dafür. Ja, tschüss. Und noch einen schönen Rest Samstag. Tschüss.